Sind wir soweit schon? So. Preis dem Herrn. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Danke, dass du unsere Herzen jetzt berührst durch dein lebendiges Wort, Herr. Amen. Ja, das letzte Mal, als ich gesprochen habe, da habe ich angefangen, über den allumfassenden Christus als unsere Nahrung zu sprechen. Wir haben schon einige Botschaften zu diesem Thema gehört. Zum Beispiel die Botschaft, dass das gute Land, Kanaan, ein allumfassender, ein Symbol ist, ein Sinnbild ist für den Reichtum in Christus, für alles, was wir von Christus bekommen. Denn im Natürlichen bekommen wir alles, was wir haben vom Land. Unsere Kleidung, unser Essen, alles bekommen wir vom Land. Und so ist das gute Land Kanaan ein Sinnbild, ein geheimnisvolles Sinnbild für Christus, genauso wie das Manna vom Himmel ein Bild ist für Christus und auch das Passalam ein Bild ist für Christus. So ist das gute Land ein wundervolles Bild für Christus. Und wir haben schon gesehen, verschiedene Aspekte dieses guten Landes und wie wir Christus erfahren können. Und das hat mit Symbolik zu tun, mit Sinnbild zu tun. Und du wirst sagen, Michael, wo finde ich da einen Schlüsseltext in der Schrift? Gut, dass du fragst. Du findest ihn im 5. Buch Mose, Kapitel 8. Und ich lese die zwei Verse mal vor, Verse 7 und 8. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatapfelbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen. Nicht bloß Olivenbäumen, sondern sie sind ölreich. Halleluja, das klingt schon nach sehr viel Heiligem Geist. Und Honig. Honig, okay. Was hat der Honig hier verloren? Wart die Botschaft ab. Ja, wir haben hier eine Botschaft, uns beschäftigt mit diesem Wasser, mit diesen drei Arten von Wasser, die alle die Versorgung mit Leben, mit dem erst das lebendige Wasser, erst das Leben, das wir erfahren, sowohl in den Bergen als auch in den Tälern unseres Alltags. Wenn es uns gut geht, wenn es uns nicht so gut geht, aber egal wo es ist, dort erfahren wir ihn als erfrischendes, erquickendes Wasser. Und letztes Mal haben wir uns mit einigen Aspekten, mit den ersten drei Punkten der Nahrung im guten Land angeschaut. Nämlich, wir haben uns angeschaut den Weizen, die Gerste und die Weinstöcke. Weizen, Gerste und Weinstöcke. Und all diese Punkte sind Bilder von Christus. Und preis dem Herrn. Ja, Halleluja. Wir haben diese drei Aspekte von Nahrung angeschaut. Und jetzt wollen wir die weiteren Aspekte dieser sechs Nahrungsaspekte aus dem Pflanzenreich anschauen und einen siebten Aspekt, nämlich den Honig. Der Honig kommt zwar auch aus dem Pflanzenreich, er kommt ja von den Blüten, von den Blumen, aber es braucht ein paar Tierchen, die da mithelfen. Und das macht den Honig zu was Besonderem. Wir haben also sechs Nahrungsaspekte rein aus dem Pflanzenreich und den siebten, den Honig, aus dem Pflanzen- und Tierreich. Und bei diesen sechs Aspekten haben wir neben dem Honig zwei Getreidearten, nämlich Weizen und Gerste, und vier Baumarten. Weinstock, Feigenbaum, Granatapfelbaum und Olivenbaum, vier Baumarten. Okay, du wirst sagen, jetzt geht's in die Botanik. Schauen wir mal weiter. Was kommt vom ersten Baum, der genannt ist, dem Weinstock? Da kommt guter, köstlicher Wein. Und vom letzten Baum, der genannt ist, dem Olivenbaum, kommt das Öl hervor. Wir haben Wein und wir haben Öl. Der zweite Baum bringt Feigen hervor, der dritte Baum Granatäpfel. Und Feigen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse gern Feigen. Also früher habe ich nur als Kind nur die eingelegten, die trockenen, getrockneten gegessen, aber die frischen oder so schmecken noch viel besser. Die richtigen, saftigen Feigen schmecken wunderbar. Und so ein Granatapfelbaum, das ist einfach eine Wucht, wenn du den aufschneidest, wie viele Kerne der hat.
Er wirkt viel schöner wie ein gewöhnlicher Apfelbaum. Der Granatapfel steht für Schönheit und für ein überreiches Leben, weil so viele Kerne sind da drin. Und ja, diese Kerne schaffen nicht bloß ein paar Kerne wie beim Apfel im Gehäuse, sondern es ist so ein überreiches Leben. Es ist einfach überdrüber, ja, der Granatapfelbaum. Was bedeutet all das? Das interessiert uns natürlich, was bedeutet das für unseren Alltag zwischen Montag und Freitag und am Wochenende? Was bedeutet das, dass wir Christus als all das erfahren können? In Johannes 12,24 bezeichnet sich der Herr selbst als das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und dann aufersteht und viel Frucht bringt. Also wir können den Herrn erfahren als das Weizenkorn, als das Leben, das sich beengen lässt, begrenzen lässt und ja, in den Tod geben lässt. Aber der Herr ist auch die Gerste, was ein Bild ist für die Auferstehung. Wir dürfen ihn als Auferstehung, als Auferstehungskraft in unserem Alltag erfahren. Und der Olivenbaum mit dem Begriff für den Heiligen Geist steht natürlich auch für Christus. Und wir sehen, dass alles irgendwie mit Christus zu tun hat. Und wir wollen das im Detail anschauen. Wir haben schon die ersten drei Aspekte in der letzten Botschaft angeschaut. Und wir sehen auch die Reihenfolge dieser Bäume, dieser Pflanzen, die hier erwähnt sind. Auch die Reihenfolge ist vom Heiligen Geist inspiriert. Dass es eben mit dem Weizen beginnt und dass es mit dem Honig endet, diese Aufzählung. Das ist bedeutsam. Das ist nicht zufällige Aufzählung. Er hätte genauso gut es andersrum schreiben können. Nein, es ist wichtig, dass es mit dem Weizen beginnt. Denn als erstes überhaupt erfahren wir, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir erfahren diese Botschaft, dass er das Weizenkorn war, das in die Erde gefallen ist, dass sein Leben in den Tod gegeben hat. Diesen Aspekt, das ist für uns eigentlich der anfängliche und erste Aspekt, wie wir Christus erfahren. Und dann erfahren wir ihn auch als den Auferstandenen. Und ja, weil die Gerste immer zuerst reif wird. Und jetzt kommen wir aber zu dem dritten Aspekt, nämlich dem Wein. Und wir sehen, dass die Weintrauben gepresst werden müssen, um Wein zu geben. Du kannst nicht einfach so den Wein haben. Du kannst den Wein nicht schmerzlos haben oder opferlos haben, sondern wenn du Christus erlebst und erfährst und dich seinen Erfahrungen öffnest im Alltag, ihn einlädst, an dir zu wirken, dann erfährst du seine Kraft der Auferstehung. Und diese Kraft der Auferstehung macht dich aber bereit, dem Tod Christi gleichgeschaltet zu werden, wie Philipper 3 das beschreibt. Also seine Auferstehungskraft gibt dir die Gnade, dass du dich beenden lässt. Gib dir die Gnade, dass du dich behandeln lässt. Gib dir die Gnade, die Erfahrung von Christus als Weizen, auch selber in deiner Erfahrung als Weizenkorn, das in die Erde fällt, zuzulassen. Du lässt dich begrenzen, du lässt dich einengen, du lässt dich im Bereich deines Lebens zum Ende bringen und erfährst dann Christus als die Weinpresse, als die Weinkelter. Und du erlebst, du machst Erfahrungen in deinem Alltag, egal ob du jetzt in die Arbeit gehst oder ob du nicht arbeiten kannst und zu Hause bist und vielleicht sogar den ganzen Tag über allein bist. Du machst, egal wo du bist, Erfahrungen von Christus als Weinpresse. Du wirst gepresst, du wirst gequetscht, du erfährst mit anderen Worten Erfahrungen von Leiden durch die Umstände. Sei es durch Krankheit, sei es durch Einsamkeit, sei es durch Mobbing, sei es durch Überforderung, sei es in der Familie, was immer es ist, du erfährst, machst diese Erfahrung dieser Weinpresse. Und man könnte jetzt meinen, irgendwas mache ich falsch, dass ich diese Erfahrung mache. Aber es ist genau, du machst es genau richtig. Weil diese Erfahrung ist unumgänglich. Jesus selber hat diese Erfahrungen gemacht, des Beengtseins und des Gepresstwerdens. Aber dadurch kommt Wein hervor. Und Wein macht Gott zufrieden und Gott ist glücklich. Und
dadurch machst du auch andere Menschen glücklich. Du wirst sagen, wie kann ich andere Menschen dadurch glücklich machen? Ich möchte euch gleich ein Beispiel sagen, wie du durch das Gepresstwerden und durch die Erfahrung von Leiden andere Christen glücklich machen kannst. Eben, ich meine jetzt nicht Sadismus. Ich meine nicht, weil das Leiden an sich gut wäre, sondern weil da köstlicher Wein entsteht und der erfreut die Menschen. Nicht die Menschen sind nicht glücklich, wenn sie eine Besichtigung der Weinkelter machen, okay? Sie sind glücklich, wenn sie den Wein trinken. Und so ist es, du machst die Menschen nicht glücklich, wenn sie erfahren von deinem Leiden. Dann werden sie nicht glücklich sein. Aber wenn sie den Wein, der dadurch hervorströmt von dir, den du ausstrahlst, deinen Gebeten, dann vermittelst du so viel Hoffnung, so viel Zuversicht. Denke nicht, dein Leiden wäre sinnlos und denke nicht, dein Leiden wäre ein Malheur oder halt zu wenig Glauben oder Pech oder ich armer Tropf und wäre ich ein siegreicher Christ, müsste ich nicht leiden. Nein, weil du ein siegreicher Christ bist, musst du leiden. Wir können dem Leiden nicht entrinnen. In dem Wort Gottes steht es, dass niemand von uns leiden soll als Übeltäter, als Verbrecher. Wir sollen mit anderen Worten nicht selbst verschuldet durch unsere Dummheit leiden oder durch unsere Bosheit leiden. Aber wenn wir leiden, weil wir Christus lieben, dann ist es ein produktives Leiden, was köstlichen Wein hervorbringt. Und deshalb sei ermutigt darin. Und dann nämlich kommt es in deiner Erfahrung zur Erfahrung der Feige. Und die Feige ist süß und die Feige schmeckt so gut. Und du machst die Erfahrung der Süßigkeit Christi. Und das ist das, wenn du das Leiden richtig siehst, wenn du das Leiden ständig abstreifst, wenn du ständig dich wehrst, wenn du ständig fluchst, schimpfst, klagst, suderst, wenn du immer gegen das Leiden gehst, wirst du nicht diese Erfahrung machen. Aber wenn du sagst, Herr, wenn das einen Sinn hat, dass ich in dieser Beengtheit bin, wenn das einen Sinn hat, wenn du mir da eine Erfahrung schenken willst mit dir, die ich auf keine andere Art und Weise machen kann, dann will ich Ja und Amen sagen. Und ja, ich habe vor kurzem eben Bill Johnson gehört, wie er sagte, wir schätzen das Ergebnis. So, wenn wir krank sind, schätzen wir das Ergebnis, wenn wir gesund sind. Aber der Herr schätzt den Prozess dahin. Der Herr schätzt den Weg, den wir zu unserer Heilung gehen. Weil darin will er uns auf Schritt und Tritt nahe sein, trösten, stärken und ermutigen und bei uns sein. Und wir denken, das Ergebnis zählt. Aber der Herr sieht den Prozess, die Entwicklung. Und er will uns die Erfahrung des Feigenbaums von ihm selbst als Feigenbaum, von der Süßigkeit von ihm, von seiner Süße und Zufriedenstellung schenken inmitten dieser Herausforderungen. Aber um diese Erfahrung zu machen, brauchen wir die richtige Haltung, mit dem Leiden umzugehen. Eben, dass wir auf Christus schauen. Dass wir sagen, Herr, ich vertraue dir, ich preise dich an einem guten Tag, ich preise dich an einem schlechten Tag. Ich preise dich, wenn ich Schmerzen habe und ich preise dich, wenn es mir gut geht. Ich preise dich, gepriesen sei der Name des Herrn. Wenn du diese Haltung hast, ich sage dir, kann es früher oder später nicht ausbleiben, dass du Christus erlebst als deine Zufriedenstellung und Süße. Und dann ist eine Versorgung. Und wie du sagst, ich kann es mir nicht erklären, die Umstände haben sich sogar verschlimmert. Aber ich habe so eine unerklärliche Freude im Herzen. Der Herr ist mir so nahe. Ich habe so eine Glückseligkeit, wenn ich an den Herrn denke, inmitten meiner äußerlichen Leiden und Schmerzen und Tränen, erlebe ich so ein unbeschreibliches Glück. Der Herr will, dass du diese Erfahrung machst. Der Herr will, dass wir diese Erfahrung machen. Und ich möchte euch jetzt eine Begebenheit vorlesen, die sich vor 90 Jahren etwa in China zugetragen hat. Und ich möchte euch diesen kurzen Bericht vorlesen, damit ihr versteht, was ich meine. Ich lese kurz vor. Vor etwa 90 Jahren lebte in China, in der nördlichen Provinz Jiangsu, eine junge Frau. Damals herrschte eine Hungersnot und diese Frau befand sich in schrecklicher Armut und war zudem krank. In ihrer Krankheit fand sie zum Herrn. Und trotz starker Gegnerschaft von Seiten der ganzen Familie machte sie schnelle Fortschritte in ihrem geistlichen Wachstum. Da starb ihr Mann und eine Drangsal nach der anderen kam über sie. Sie wurde von einer Weinkälte in die andere geworfen. Von der Lehre her wusste sie nicht sehr viel, aber sie erlebte wirklich etwas in ihrem Geist. Sie erfuhr Christus. Tag für Tag genoss sie Christus und bezeugte, dass er tatsächlich ihr Leben war. Ihre Familie widerstand ihr in ernster Weise.
Je mehr sie die Versammlungen besuchte, desto mehr wurde sie von ihrer Schwiegermutter geschlagen und verfolgt. Sie sang dem Herrn Loblieder, aber ihre Freude im Herrn brachte ihre Schwiegermutter noch heftiger gegen sie auf und trug ihr immer noch mehr Schläge ein. Also immer wenn sie den Herrn gelobt hat, ist sie verprügelt worden. Die Schwester blieb jedoch unverzagt. Die Schläge ihrer Schwiegermutter ließen sie den Herrn nur umso mehr loben. Als sie eines Tages singend aus der Versammlung kam, verärgerte dies ihre Schwiegermutter aufs Äußerste. Was treibst du denn eigentlich, rief sie aus. Wir sind so arm und du singst auch noch. Damit verabreichte sie ihr eine ordentliche Tracht Prügel. Nachdem die junge Schwester in ihr Zimmer gegangen war und die Tür geschlossen hatte, sang sie dem Herrn ein Loblied und betete laut. Ihre Stimme war nicht zu überhören, sodass die Schwiegermutter zur Tür kam, um zu horchen. Was in aller Welt ist nur los mit ihr, dachte sie. Vielleicht ist sie verrückt geworden. Sie horchte aufmerksam. Wisst ihr, was die junge Schwester betete? O Herr, ich preise dich, ich preise dich, ich bin so glücklich. Vergib meiner Schwiegermutter, rette sie, Herr, rette sie. Gib ihr Licht und mach sie so glücklich, wie ich es bin. Segne sie, Herr. Dieses einfache Gebet überraschte die Schwiegermutter aufs Äußerste. Sie hatte gedacht, das Mädchen würde sie wohl verfluchen. Aber anstatt sie zu verfluchen, betete sie für sie. Daraufhin klopfte die Schwiegermutter an die Tür. Jetzt wird sie mich sicher wieder schlagen, dachte die junge Schwester und zitterte vor Furcht. Aber die Schwiegermutter fragte, Tochter, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich habe dich doch geschlagen. Wieso betest du für mich und bittest deinen Gott? Er soll mich segnen und mir Freude geben. Was ist nur mit dir los? Mutter, antwortete die junge Schwester, Christus macht mich so zufrieden. Ich bin so zufriedengestellt. Ich bin glücklich mit seiner Süßigkeit. Weißt du, Mutter, je mehr du mich schlägst, desto süßer ist er mir, desto zufriedener bin ich innerlich. Da kam die Schwiegermutter herein, nahm sie bei der Hand und sagte, Tochter, lass uns niederknien, zeige mir, wie man betet. Ich möchte deinen Jesus auch haben. Das ist die süße Versorgung des Herrn. Er stellt uns so zufrieden. Je mehr Druck wir erfahren, je mehr wir gepresst werden und die richtige Haltung innerlich zum Herrn bewahren, desto mehr werden wir innerlich zufriedengestellt. Und desto mehr können wir sicher in der Liebe des Herrn ruhen. Das Handy ist schon da mit der Übersetzung. Einfach ein bisschen vorgehen schon. Also der Druck, den wir erfahren, äußerlich in den Umständen, bewirkt nur, dass wir den Herrn erleben in seiner Süßigkeit und in seiner Zufriedenstellung, die er uns vermittelt. Und das ist die Erfahrung von Christus als dem Feigenbaum. Jetzt kommen wir zum nächsten Baum, jetzt kommen wir zum Granatapfelbaum und zur Erfahrung von Christus als Granatapfel, die fünfte Pflanze in dieser Aufzählung. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal einen Granatapfel gekauft hat und aufgeschnitten hat und reingeschaut hat. Du erkennst sofort, wenn du ihn aufschneidest, den Überfluss, den Reichtum des Lebens, die Schönheit des Lebens. So eine wunderschöne Frucht, wenn du sie aufschneidest. Und wenn du dir jetzt die Situation und die Erfahrung von dieser jungen Schwester anschaust, was für eine Schönheit und was für ein Reichtum im Geist kam heraus aus der Herzenshaltung dieser Schwester. Und sie machte nicht bloß die Erfahrung von Christus als Feigenbaum, sondern auch als Granatapfelbaum. Und weißt du, was geschehen ist? Dutzende Gemeinden sind durch ihr Zeugnis und wie die böse Schwiegermutter zum Herrn fand, im Glauben gestärkt worden, näher zu Christus gekommen. Und das meine ich, dass der Wein hervorfließt, wenn du durch die Kälte gehst und durch die Pressung gehst, wenn du die richtige Haltung hast und den Herrn lobst und preist, wirst nicht nur du diese süße Erfahrung machen und diese siegreiche Erfahrung machen und Auferstehung erleben, sondern du wirst so vielen Menschen, wird dein Zeugnis zur Erfahrung werden. Und weißt du, das englische Wort Testimony, Zeugnis, da steckt das Wort Test drin. Du hast kein Zeugnis, kein Testimony, wenn du nicht durch einen Test gehst. Wir denken immer, wir wollen ein Zeugnis haben, was so leicht daherflattert. Und wir denken, vielleicht sogar anderen Christen haben alles so einfach, die haben so einfache Zeugnisse. Aber dein Testimony, dein kommt durch einen Test.
zustande, durch eine Prüfung zustande. Wow, und so verbreitet sich der Überfluss des geistlichen Lebens. So verbreitet sich die Schönheit Christi. Und das ist die Erfahrung von Christus als Granatapfel. Du erfährst Christus als den Auferstandenen. Du öffnest dich für so ein Auferstehungsleben in deiner Herausforderung. Und du merkst dann, wie dieses Auferstehungsleben dich wirklich beendet, dass du dich nicht mehr wehrst, dass du nicht mehr aufbegehrst dagegen, sondern dass du einfach sagst, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich lasse mich nicht mehr abbringen davon. Und auf einmal fließt der Wein hervor und auf einmal kommt die Schönheit, die Süßigkeit, der Reichtum des Lebens bricht sich Bahn. Und du erfährst Christus so inniglich, so anziehend und so überfließend teilt er sich aus, dass nicht nur du bewässert wirst und beglückt wirst, sondern so viele andere in deiner Umgebung. Und jetzt kommen wir auch schon zum sechsten Nahrungspunkt, der hier in 5. Mose 8, Vers 7 erwähnt ist, nämlich dem Olivenbaum. Und dieser Olivenbaum kommt als der letzte Baum von all diesen Bäumen. Und weil es das Ergebnis ist, das Ergebnis der Erfahrungen von Christus in all den anderen Aspekten, ist, dass wir ihn erfahren als die Fülle des Geistes. Er ist ein ölreicher Olivenbaum. Er ist nicht irgendein Olivenbaum, ein jämmerlicher Olivenbaum oder ein karger Olivenbaum, sondern ein ölreicher. Du erlebst die Fülle des Heiligen Geistes. Und du erlebst sogar Freude, denn Jesus war gesalbt mit Freudenöl vor seinen Gefährten. Und in Sacharja 4, 12 bis 14 stehen die zwei Olivenbäume, die zwei Ölbäume stehen vor dem Herrn, der Herrscher. Und weißt du, der eine, eigentlich steht auch dieses Wort buchstäblich in Sacharja 4, 12, Söhne des Öls. Also hier sind Söhne des Öls, Söhne, die so von Öl gesättigt sind, so wunderbar von Öl gesättigt sind, durchdrungen sind. Und Jesus war so durchdrungen mit Heiligem Geist. Er hat getrieft von dem Öl. Er ist in seinem ganzen Leben vor seinem Vater gestanden als ein Sohn des Öls. Und weißt du, die stehen ja neben dem siebenarmigen Leuchter, die stehen neben dem Zeugnis, neben dem Zeugnis heute auch der Gemeinde, wenn man die Offenbarung sieht und im Buch der Offenbarung sind die Gemeinden die siebenarmigen Leuchter. Damals war es das Volk Israel, das Gottesvolk, war der siebenarmige Leuchter, die Menorah. Und links und rechts vor diesem Leuchter stehen die Söhne des Öls. Und einer davon, der da steht, ist Jesus. Und ich sag mal so, auf der anderen Seite ist noch Platz für dich, dass du ein Sohn des Öls wirst. Ja, ich weiß, in der Offenbarung sind es auch die zwei Zeugen. Aber der Herr sucht einen, der zum Zeugen ist, die Zahl des Zeugnisses ist, durch zweierlei Zeugen Mund. Der Herr will, dass jemand die Erfahrung von all diesen Aspekten, Weize, Gersten, Weinstock, Feigenbaum, Granatapfelbaum, Olivenbaum. Er möchte, dass diese Erfahrungen auch du machst, um dich als ein Sohn des Öls, als Zeugnis an seine Seite zu stellen. Ist nicht wunderbar? Wir werden zu einem Sohn des Öls, wenn wir in rechter Weise, in der rechten Haltung diese anderen Erfahrungen von Christus begehren und uns öffnen und wertschätzen. Und was macht das Öl des Olivenbaums? Wir müssen die Bibel mit der Bibel interpretieren. Und in Richter 9,9 heißt es, dass das Öl des Olivenbaums dazu dient, Menschen Ehre zu erweisen, Menschen in Ehren zu halten und Gott in Ehren zu halten. Gott und Menschen werden geehrt durch den Heiligen Geist. Denn eins ist klar, wir ehren andere Menschen nicht durch Schmeicheleien. Gut schaust aus. Das mag auch ein bisschen Ehre vermitteln. Oder wir loben sie. Gut hast es gemacht oder so weiter. Das schafft eine gewisse Ehre. Weißt du, wie du Menschen am meisten ehren kannst, wenn du ihnen im Heiligen Geist begegnest? Wenn du dem Heiligen Geist dienst, Worte des Lebens im Heiligen Geist zu ihnen sprichst, wenn du ihnen einfach im Heiligen Geist begegnest, dann werden Menschen in Ehren gehalten in deiner Begegnung. Wenn du mit ihnen nur über das Wetter redest oder nur Smalltalk, dann bleibt nichts an geistlicher, substanzieller Ehre aus der Begegnung zurück bei diesen Menschen, sondern vielleicht nur Nichtigkeit und Nichtigkeit. Aber der Herr möchte, dass wir den Geschwistern in der Gemeinde und sogar Nichtgläubigen Ehre vermitteln können
Und wir vermitteln ihnen diese Ehre, wenn wir ein Sohn des Öls sind, wenn wir, wenn wir vom Öl des Olivenbaumes weitergeben können in dieser Begegnung, dann sind unsere Gespräche, unsere Begegnungen, unsere Gebete, alles, was wir diesen Menschen vermitteln, führt dazu, dass diese Menschen geehrt dastehen und nach dieser Begegnung mit dir sie eigentlich denken, wow, ich habe mich aufgebaut, es hat mir gut getan. Was ist es für ein Mensch, der mir heute begegnet ist? Es kann ein Telefonanruf sein. Und Ehre bleibt zurück, weil du geölt bist, weil du ein Sohn des Öls bist. Das Öl lässt die anderen Menschen in Ehre dastehen. Aber es kann nur passieren, wenn wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Wie können wir so mit dem Heiligen Geist gefüllt sein, wenn wir diese vorhergehenden Erfahrungen von Christus zulassen, erbeten und Ja und Amen sagen? Dann werden wir Söhne des Öls sein, voll Heiligen Geistes. So, jetzt haben wir diese vier Bäume, wir haben diese sechs Pflanzenarten, Bäume gehören auch im weitesten Sinn zu Pflanzen. Und jetzt schauen wir uns, bevor wir zum Honig kommen, müssen wir nochmal was Grundsätzliches anschauen. Nämlich möchte ich mit euch über zwei Arten von Leben sprechen. Das eine ist Tierleben und das andere ist Pflanzenleben. Und wir finden beide Arten des Lebens in der Symbolik im Leben von Jesus Christus. Das Tierleben und das Pflanzenleben. Wohlgemerkt, wir sagen nicht, er ist ein Tier, er ist eine Pflanze. Nein, er ist noch ein Mensch und er ist ein Gott. Aber in der Symbolik, ich rede sinnbildlich. Wofür steht das Pflanzenleben? Wer von euch das Lebensstudium Johannesevangelium schon studiert hat, die Himmelsbrotrede in Johannes 6 zum Beispiel, wird es auch erklärt. Das Pflanzenleben ist das sich reproduzierende Leben. Das Pflanzenleben, die Samenkörner fallen in die Erde und vermehren sich. Und so 30, 60, 100-fach. Man sieht das auch, wenn man eine Ähre aufmacht und sieht, wie viele Samenkörner, Getreidekörner da drin sind. Das Pflanzenleben steht für Reproduktion, steht für Vermehrung. Also in dem Maß, wo der Herr das Pflanzenleben darstellt, steht er für das Leben aus Gott, das sich vermehrt, übernatürlich vermehrt. Aber wenn wir uns anschauen, die Entwicklung, dann sehen wir, dass am Anfang der Bibel den Menschen nur pflanzliche Nahrung zugeordnet wurde. Da freuen sich alle Vegetarier und Veganer. Es war nur pflanzliche Nahrung. Aber nach dem Sündenfall hat der Herr den Menschen erlaubt und sogar den Menschen ist zugeteilt, dass sie Tiere essen können und Tiere schlachten können. Und die Frage ist, warum hat sich das nach dem Sündenfall geändert? Weil das tierische Leben, da passiert Blutvergießen und das hat mit Erlösung zu tun. Das ist das erlösende Leben. Wir brauchen nicht bloß den Aspekt der Vermehrung des Lebens, wie durch das Pflanzenleben dargestellt. Wir brauchen auch den Aspekt der Erlösung von Sünden, der Vergebung, die durch das Tierleben dargestellt wird. So ist Jesus das Lamm Gottes für unsere Erlösung. Aber er ist das Brot vom Himmel. Er ist das Brot, was aus Getreide gemacht wird, was zur Vermehrung seines Lebens in uns dient. So haben wir also beide Aspekte in Christus. Wir haben das pflanzliche Leben und nach dem Sündenfall haben wir auch das tierische Leben, weil danach Erlösung erforderlich war. Wir haben beide Aspekte im Leben des Herrn. Er sagt sogar in Johannes 6, mein Fleisch ist wahre Speise, mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ist es geheimnisvoll, dass er das zum Abendmahl sagt. Und da ist auch die Rede vom Brot. Das Brot gehört doch eigentlich zum pflanzlichen Leben, oder? Es ist doch aus Getreide gemacht. Also hätte der Herr sagen müssen, wer mein Getreide isst, wer mich als Brot isst. Aber er sagt, wer mein Fleisch isst. Warum? Weil sich in Christus und auch sogar im Abendmahl haben wir beide Aspekte dieses Lebens. Wir haben das Brot aus Getreide, wir haben das Blut, was durch die Schlachtung eines Opfertieres dargestellt wird. Und er sagt dann sogar nicht nur, mein Brot isst. Er sagt, wer mein Fleisch isst. Also wie tierisches Fleisch oder wie Opfertierfleisch oder, versteht ihr mich? Er sagt, wer mein Fleisch isst. Er hätte eigentlich am Abendmahl sagen müssen, wer mein Brot isst, wer mich als Brot isst. Nein, wer mein Fleisch isst, weil es geht um Erlösung.
In Christus verschmelzen diese Aspekte des pflanzlichen und des tierischen Lebens, das reproduzierende Leben und das erlösende Leben, beides kommt in Christus zusammen. Ich glaube, das können wir jetzt hier sehen. Und wir haben jetzt diese sechs Pflanzen, Christus als die Erfahrung dieser sechs Pflanzen. Vom Weizen über die Gerste, über den Weinstock, all das sind Pflanzen, bis zum Olivenbaum, all das sind Pflanzen. Aber er ist auch das Lamm Gottes. Er ist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes ist ein Tier, ist das tierische Leben für unsere Erlösung. Und deswegen sind die Opfer im Alten Testament Kombinationsopfer von einem Tier und einem pflanzlichen Produkt. Das Speisopfer aus pflanzlichen Dingen und das, zum Beispiel das Brandopfer aus einem tierischen Opfer. Wisst ihr, Kain hat kein tierisches Opfer dargebracht. Er hat nur Pflanzen dargebracht. Und Abel aber hat etwas von der Herde geschlachtet, ein Tier geschlachtet. Darum wurde das Opfer von Abel angenommen. Nicht, weil er die netteren Augen hatte oder die schönere Nase, sondern es war auch keine Willkürentscheidung. Abel brachte ein Tier dar. Abel hat das Bewusstsein, ich brauche Erlösung. Kain hat einfach so, holla, hier bin ich. Ich bringe von meinem Garten was da. Ich bringe von meinem Ackerfeld was da. Und hatte kein demütiges Bewusstsein, ich brauche Erlösung, wie Abel. Darum wurde Abels Opfer angenommen und Kains Opfer verworfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir diese Erfahrungen machen, von denen wir gerade gehört haben, wir nie vergessen, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das für unsere Sünde gestorben ist. Dass wir nie vergessen, dass wir in unserem Fleisch Sünde haben. Ich weiß, sagt Paulus, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Dass unser Fleisch sich selbst überlassen, auch als Christen, zu aller Bosheit, Stolz, Überheblichkeit in der Lage ist, zu aller Sünde in der Lage ist. Und wenn wir das vergessen, und manche Christen in einer falschen Gnadenverständnis vergessen das, dass sie zu allem Bösen in der Lage sind, in ihrem Fleisch. Wenn sie nicht beim Geist wandeln, wenn sie auf das Fleisch sehen, werden sie vom Fleisch verderben sehen, auch als Gotteskinder. Und wenn wir das vergessen, dann kommt Stolz in unser Herz, dann kommt Selbstgerechtigkeit in unser Herz hinein. Und dann wollen wir diese Erfahrungen machen von Christus als Weinstock oder was auch immer. Aber wir vergessen, dass er das Lamm ist. Und deshalb nimm als Grundzutat bei all diesen Erfahrungen von Christus ihn immer hinein als das Lamm Gottes. Nimm ihn immer hinein in Dankbarkeit für Golgatha. Immer hinein, dass er für deine Sünde das Sündopfer ist und dass er für die Sünde, die du heute ohne ihn begehen würdest, dir selbst überlassen, dein Schutz ist. Heute bewahre dich, wenn du das Sündopfer genießt. Er bewahrt dich heute vor Sünde, Streben nach Macht und Überheblichkeit und Stolz. Und deshalb, ich möchte euch weiterhin ermutigen, nehmt Christus jeden Tag, wenn es geht, als Sündopfer. Lobt ihn als das Lamm Gottes und preist ihn, seid dankbar für das, was er für euch getan hat. Sagt, ich wäre ohne dich verloren, ich wäre in der Hölle, ich brauche dich. Dankbarkeit ist so ein Schlüssel, der uns bewahrt vor Sünde und vor Stolz und vor all diesen Dingen. Deshalb bei all deinen Erfahrungen von Christus, nimm ihn immer als Lamm Gottes dazu. Nie nur als Pflanzen-Sinnbild aus der Pflanzenwelt, sondern nimm ihn immer aus der Tierwelt als Lamm Gottes hinzu. Ich meine, das Sündopfer, das Brandopfer, du machst auch mit einem Stier dargebracht, nicht was mit einem Lamm. Aber egal, ob du ihn sinnbildlich als Stier, der geschlachtet wurde, als Brandopfer lobst oder eben als Lamm Gottes, vielleicht ist es näher. Aber beide sind Tiere und durch ihr Blutvergießen ist Erlösung geschehen und Sühnung geschehen. Und vergiss es nie, wir brauchen immer das Tieropfer, wir brauchen immer, weil wir erlösungsbedürftig waren und weil wir in unserem Fleisch immer noch Böses und Sünde begehen können. Ein Christ kann noch sündigen. Wird es noch nicht, sagt Michael, ich habe einen Aha-Moment gerade. Ein Christ kann noch sündigen. Wer von euch weiß, dass es so ist? Manche dachten nach meiner Bekehrung, kann ich nicht mehr sündigen. Aber es ist tatsächlich so. Und Christen können schlimme Sünden, Ehebruch, Untreue, große Bosheit, Verbrechen sogar begehen. Wir alle sind dazu in der Lage und fähig, nicht weil wir ein liebes, nettes Gesicht haben, das bewahrt uns nicht vor dieser Sünde, sondern indem wir Christus als Sündopfer nehmen und sagen, Herr, ich weiß in mir selbst, ich bin in Sünde geboren, Herr, in mir selbst bin ich zu aller Bosheit in der Lage, aber immer noch, aber du bewahrst mich, ich nehme dich
als mein Sündopfer. Ich danke dir, du Lamm Gottes. Weißt du, in dem Moment wirst du demütig. Du weißt, wo du herkommst. Du weißt, wie sehr du ihn brauchst. Du bist dankbar und wertschätzend. Und wir haben das Tierleben wertgeschätzt von Christus. Und wir schätzen das Pflanzenleben wert. Die Gerste, den Weizen, den Weinstock, den Feigenbaum, den Granatapfelbaum und den Ölbaum, den Olivenbaum. Okay, ich glaube, jetzt sehen wir, wie das Pflanzenleben hier vorkommt, das Tierleben hier vorkommt. Und deswegen, in deinen Gebeten sollte es nie fehlen, dass du sagst, reinige mich mit deinem Blut. Wenn du schon sündlos wärst, bräuchtest du es nie mehr bitten. Reinige mich mit deinem Blut. Herr, bedecke mich mit deinem Blut. Du wirst sagen, das mache ich zum Schutz vor den Dämonen. Aber das machst du nicht nur zum Schutz. Du brauchst das Blut Christi nicht nur zum Schutz, sondern auch immer wieder als Reinigung. Immer wieder als Reinigung. Wenn wir in der Welt umherlaufen, den ganzen Tag, die ganze Woche über, verunreinigen wir uns. Wir beflecken uns, was unsere Augen sehen, was der Teufel uns an Zweifel und Gedanken hineinschießt. Oder wenn wir zu Hause sind und ins Internet reinschauen. Wir brauchen Reinigung durch sein Blut. Wir werden beschmutzt und er reinigt uns wieder. Ja, und so erleben wir ihn als die Aspekte von Christus aus dem Pflanzenleben. Und wir erleben ihn als das Lamm Gottes, ein Aspekt aus dem Tierleben. Und jetzt sind wir bereit für den Honig. Seid ihr bereit für den Honig? Ich habe heute früh zum Frühstück Honig gegessen. Ich mag Honig. Mag ich gerne. Schmeckt süß, schmeckt gut. Ja, und es ist ja ein Land, das gute Land ist ein Land, schon mal gehört, in dem Milch und Honig fließen. Kennt ihr den Ausdruck? Dem Milch und Honig fließen. Jetzt könnte man sagen, ja, Milch fließt mehr in Österreich, von unseren Almen und von unseren Kühen und so weiter. Honig fließt bei uns auch. Warum eigentlich? So viele Kühe sehe ich gar nicht. Warum ist die Milch hier erwähnt? Schauen wir uns das mal genauer an. Also erstens mal, die Milch ist hier nicht erwähnt, die ist an einer anderen Stelle in der Bibel erwähnt. Hier in 5. Mose 8,8 ist der Honig erwähnt, als siebter und letzter Punkt. Und in 5. Mose 32,14, also am Ende des 5. Buches Mose, wird die Milch genannt. Und eben hier in 5. Mose 8,8 wird der Honig genannt in Verbindung mit den pflanzlichen Gewächsen und Produkten quasi. Der Honig wird hier also den pflanzlichen Dingen beigeordnet. Und in 5. Mose 32,14 wird die Milch den Tieren beigemessen in der Aufzählung. Und die Butter auch wird den Tieren beigemessen, weil sowohl Honig als auch Milch oder Butter, könnte man sagen, sind eine Kombination von zweierlei Leben, könnte man sagen. Honig wächst von einer Pflanze, wird aber von Tieren geerntet. Ja? Es braucht die Bienchen, die fleißigen Bienchen. Aber Gott sieht den dominanten Aspekt beim Honig bei der Pflanze. Darum ist er hier bei den Pflanzen erwähnt. Honig kommt aus der Blüte, aus der Blume und die Tiere kommen dazu, aber das Dominante am Honig ist eine Kombination aus zwei Leben, Tierleben und Pflanzenleben. Also das Dominante beim Honig ist das Pflanzenleben. Aber bei der Milch ist das Dominante, dass es von der Kuh hervorgebracht wird, von einem Tier hervorgebracht wird, obwohl die Kuh Gras frisst, also auch Pflanzenleben hat. Also beides, Milch und Honig, sind Kombinationsprodukte von zweierlei Leben. Faszinierend, oder wenn man das bedenkt. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, das ist nicht einfach beliebig erwähnt, man hätte auch andere Wohltaten und andere Nahrungen erwähnen können. Aber Milch und Honig sind ganz eigentümlicherweise Nahrungsmittel, die mit zwei Bereichen von Leben zu tun haben. Und das, der Herr liebt es. Der Herr liebt es, wenn das sich reproduzierende Leben der Pflanzenwelt zusammenkommt mit dem erlösenden Leben der Tierwelt. Und das geschieht in Christus als dem guten Land. Und Milch stärkt uns. Milch ist ein Energiespender. Honig auch. Aber Honig hat dann auch noch diese Süßigkeit. Und
Wir erleben Christus als das Lamm, in dem Milch und Honig fließen. Wir erleben das sich reproduzierende, sich vermehrende Leben der Pflanzenwelt. Wir erleben das erlösende Leben aus der Tierwelt. Er ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. So, jetzt haben wir bisher in unserer Reise durch das gute Land und die Erzeugnisse des guten Landes uns angeschaut, das Land ist weit, das Land ist hoch. Und von den Erzeugnissen des guten Landes haben wir die drei Wasserarten gesehen, die auf den Bergen und im Tal fließen. Und wir haben jetzt 6 Arten von Nahrung angeschaut, plus Milch und Honig. Dann haben wir schon 8 Arten von Nahrung und alle stehen für Christus. Und zugleich haben wir schon gesehen, dass in diesem Lamm gibt es Lämmer und Schafherden. Und das ist die Erfahrung auch der Erlösung, Christus als Lamm Gottes. Also das haben wir jetzt alles schon gesehen. All das kommt in dem guten Land vor. Und in einer kommenden Botschaft fange ich an, über die Mineralien zu sprechen des Landes. Da wird dann eben im nächsten Vers, direkt im nächsten Vers, 5. Mose 8, Vers 9, heißt es, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus diesen Bergen du Kupfer hauen wirst. Hier sind Eisen oder Erz und Kupfer erwähnt. Du wirst sagen, okay, das kann man nicht essen, aber die Mineralien sind kostbare Bodenschätze. Und sie bringen das hervor, was wir brauchen für die geistliche Kriegsführung. Wir brauchen eben das Zepter aus Eisen, wir brauchen das Kupfer. Und wir sehen schon, in welche Richtung es sich entwickelt. Wenn wir die Erfahrungen von Christus machen, wenn wir Christus essen, wenn wir Christus genießen, wenn wir ihn als all diese Aspekte erfahren, dann werden wir zum Kämpfer Gottes. Israel heißt ja Gottes Krieger, Gottes Streiter, Gottes Kämpfer. Dann werden wir zum Kämpfer Gottes. Und um diesen Kampf zu kämpfen, um die Feinde zu besiegen, um das gute Land einzunehmen und das Königreich Gottes aufzurichten, damit der Herr ein Königreich auf Erden hat, braucht er uns als diesen Kämpfer, der das Eisen und das Kupfer auch in der Erfahrung Gottes macht, im geistlichen Kampf. Und das können wir nur, wenn wir die vorhergehenden Aspekte von Christus erlebt haben und zugelassen haben, unser Seelenleben beendet wurde und so weiter und so fort, das Auferstehungsleben haben, wenn wir den Sieg haben, das vermehrende Leben, die Schönheit des Lebens Christi, der Granatapfelbaum, die Süßigkeit des Feigenbaums, den Herrn wirklich genießen, wenn wir in ihm ruhen, dann können wir auch den guten Kampf kämpfen und können den Feind besiegen. Und du wirst sagen, das ist alles sehr sinnbildlich, aber ich hoffe, du kannst ausgehend von diesen Sinnbildern die Dynamik mehr sehen. Er ist dieses gute Land, er ist weit, er ist hoch, er ist wasserreich, belebt uns mit seinen Lebensquellen und Lebensströmen und ernährt uns mit all den guten Erzeugnissen aus sich selbst. Und das ist wunderbar. Danke, Jesus. Amen. Also ich bin schon gespannt. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht im geistlichen Kampf. Bleiben wir noch kurz da, bitte. Ich möchte noch jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, etwas kurz anfügen, was ich am Freitag nicht gesagt habe oder nur kurz angeschnitten habe, ist, dass der Herr sein Feuer auf Opfer fallen lässt. Wenn ihr euch erinnert, er lässt sein Feuer auf Opfer fallen. Und was bei King Jesus auch sehr stark verstanden wird, ist Saat und Ernte. Ohne was zu säen, ernten wir nichts. Und um Erweckung zu bekommen, was wir ja wollen, müssen wir in Erweckung säen. Um den Himmel zu erleben, dass er auf uns herabregnet, müssen wir in den Himmel hinein säen. Und ich möchte euch ein kurzes Bewusstsein vermitteln, was das praktisch bedeutet. Deine Haltung in der Lobpreiszeit ist alles.
deine Herzenshaltung, deine Einstellung, dein Verständnis, was jetzt passiert, macht den Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Erweckung und Dürre, zwischen Fülle, zwischen Wundern oder Darben. Deine Haltung macht alles, weil deine Herzenshaltung, das habe ich damals schon bei Andreas Hübner gelernt, deine Herzenshaltung ist eine Saat, die du säst. Gehst du in diese Zeiten, die wir gleich hineingehen, voller Glauben? Oder gehst du Business as usual? Jetzt kommt der Lobpreisteil, den werden wir auch noch absitzen und irgendwann gibt es dann auch schon Abendessen. Oder vielleicht mal nicht mal so kritisch. Jetzt hören wir schöne Lieder, das ist zu wenig. Die Haltung, jetzt hören wir schöne Lieder, jetzt singen wir schöne Lieder. All diese Haltungen sind zu niedrig. Der Herr will, dass du maximal empfängst. Der Herr will, dass du eine maximale Ernte bekommst aus dieser Zeit. Und wir als Lobpreisteam wollen euch den maximalen Segen bereiten. Dazu mühen wir uns, dazu proben wir stundenlang und lernen Lieder und singen mit Inbrunst, damit nicht nur euch einen schönen Genuss oder das Beste ist von Herrn gerade gut genug, sondern um euch eine Atmosphäre zu schaffen, in der ihr am besten empfangen könnt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die beste Zeit der Woche in dieser Dreiviertelstunde oder Stunde im Lobpreis. Da ist mein Herz, da wird mein Herz so weich, da ist mein Glaube so stark, da bündelt sich die Erwartung und der Glaube meiner Geschwister. Aber weißt du was? A, manche von uns darben noch und gehen leer aus und sind abgelenkt oder kommen zum Ratschen und zum Reden. Aber zum Teil ist es einfach Unwissenheit. Ich möchte dir zeigen und ich möchte dir ein Bewusstsein vermitteln, wie wichtig es ist, dass du verstehst, was hier passiert. Weil mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis. Ich will dir eine Erkenntnis vermitteln, Verständnis, eine Offenbarung vermitteln. Denn ich habe es auch. Ich bin jetzt zum 10. Mal in Amerika gewesen, an diesem Erweckungsort, und allmählich bekomme ich eine Offenbarung, was da wirklich passiert, was da wirklich abgeht. Und wenn zwei das Gleiche tun oder hören oder sehen, ist es nicht das Gleiche. Und ich möchte dir eine geistliche Sicht, eine geistliche Schau vermitteln. Ich möchte dir etwas Wichtiges sagen. Deine Haltung ist entscheidend. Und deine Haltung drückt sich aus. Bill Johnson sagte, dein Gesicht spiegelt immer wieder, in welchem Reich du beheimatet bist. Im Reich der Sorgen und Probleme und Nöte und besiegt sein oder im Reich des Sieges, der Auferstehung, des Glaubens an Gott. Gott ist gut, Gott ist treu. Dein Gesicht. Und wir sehen manche Gesichter bei euch im Lobpreis, die das besiegte, traurige, bedrückte, schreckliche Reich der Nöte und Sorgen und wo der Tod regiert und nicht das Auferstehungsleben Christi. Und deshalb, ich wünsche mir, dass niemand sagen muss, strahle und freu dich im Herrn. Ich wünsche mir, dass es niemand sagen muss, weil du in dieses Reich der Liebe und des Sieges und der Auferstehung hinübergehst durch deinen Glauben. Und ich habe schon wieder die Lüge gehört, sehen, die hat es mir geschrieben, wenn ich anbete aus voller Kraft, obwohl es mir geht, dann bin ich doch ein Heuchler. Ich habe das Sende geschrieben, das ist eine Lüge aus dem tiefsten Loch der Hölle. Denn wir sind nicht verpflichtet, unserer schlechten Laune gehorsam zu sein als Christen. Wir sind verpflichtet der Wahrheit. Wir sind mehr als Überwinder, gehorsam zu sein und nicht an der schlechten. Wer hat dir gesagt, dass deine schlechte Laune dein Meister ist? Wer hat es dir gesagt? Wer hat dir geboten, einer schlechten Laune authentisch zu sein? Niemand. Aber Christus hat uns gesagt, glaubt, schwebt über den Wolken. Verstehst du, es ist eine teuflische Lüge und der Teufel kommt immer wieder. Wenn ich jetzt zappel, springe und tanze, obwohl mir so besteht, bin ich der größte Heuchler. Nein, du bist der größte Heuchler, der größte Lügner, wenn du im Tod bleibst. Weil Christus sein Leben gab, damit du springen und jauchzen kannst, obwohl die Umstände schlecht sind. Verstehst du mich dabei? Wir müssen diese Lüge brechen. Wir müssen diese Lüge verbannen aus unserem Hirnkastel und sagen, Schluss damit. Ich bin ein Heuchler, wenn ich ein Gesicht mache mit 7 Tag Regenwetter. Selbst wenn ich mich so fühle. Mein Meister ist nicht meine Gefühle. Mein Meister ist die Wahrheit in Christus. Und der bin ich verpflichtet, der gehe ich konform und alles andere ist Heuchelei und Lüge. Und darum, wenn du rübergehst in diese Lobpreiszeit,
zelebrierst du den Sieg Christi über Satan. Zelebrierst du den Sieg Christi über deine Probleme, über deine Krankheit, über deine Nöte, über deine schlechte Laune, über 7 Tage Regenwetter, über was weiß ich was. Du gehst darüber, um Sieg zu erlangen. Du gehst dort rüber, um den Sieg Christi zu feiern. Du bist drüber, um das Gleiche zu machen wie Miriam am Schilfmeer, Ross und Reiter warf er ins Meer. Darum geht es in dieser Lobpreiszeit. Lobpreis ist nicht ein Christotainment, christliches Vergnügung oder Berieselung oder ein bisschen Musik und ein bisschen nett wollen wir es haben und bin halt so gewohnt. Es geht hier wirklich um alles oder nichts. Und wenn du anfängst, in dieser Haltung in den Lobpreis zu gehen, ändert sich alles. Dein Gesicht ändert sich. Deine Freude im Herzen ändert sich. Die Woche ändert sich. Du empfängst hier Wunder. Du empfängst hier Kraft. Du empfängst ja Offenbarung, neue Vision. Du empfängst Glauben für deine Woche, Glauben für dein Leben, Glauben für die Zukunft. Du kannst auf einmal sehen, wie Gott dich gebraucht. Du kannst sehen, wie sich alles kann besser werden. Du kannst auf einmal sehen und glauben und ergreifen. Aber du kannst auch diese Chance an dir vorbeigehen lassen. Das wäre furchtbar und das wäre tragisch. Das ist oft genug geschehen. Und ich möchte nicht, dass es geschieht. Und ich möchte dir einfach auch sagen, was dabei hilft. Lass deinen Körper als Ausdrucksmittel. Gib deinem Körper als lebendiges Opfer im Lobpreis dem Herrn hin. Fang an zu klatschen. Fang an, dich zu bewegen. Fang an, es für möglich zu halten, zu knien. Einmal im Kreis zu drehen. Was immer du. Fang an, deinen Körper zu benutzen im Lobpreis. Wenn deine Seele down ist, und mach es auch zu Hause, dann fang an, deinen Körper, lobe den Herrn, meine Seele, wie es David machte. David tanzte vor dem Herrn, David sprang, und du sagst, ich kann nicht mehr springen. Aber ein bisschen hin und her wippen, ein bisschen hin und her. Und ich sag's dir auch, nutze den Sessel da drüben. Nutze ihn so sparsam wie möglich oder so viel nur wie nötig. Nutze ihn dann, wenn du wirklich nicht mehr kannst und wenn du müde bist und schwach bist. Nutze ihn nicht für die Langeweile. Nutze ihn nicht, weil du gerade mal den Sessel brauchst. Wir sind die ganze Zeit gesessen. Sei doch froh, dass du Kalorien verbrennst. Sei doch froh, dass du ein bisschen Endorphine in deinen Körper ausschüttest. Sei doch froh, dich ein bisschen zu bewegen. Wir sitzen eh zu viel die ganze Woche. Habe die Sicht, durch den Körper den Herrn zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir betreten einen unsichtbaren Bereich, in dem die Engel sind, in dem Portale sich öffnen, in dem sich unsichtbar Zugänge öffnen, Gnadenfenster öffnen, in dieser Lobpreiszeit. Unsichtbar, du kannst es nicht sehen. Alles schaut aus wie eh und je und wie gehabt. Aber der eine, der einfach momentan spürt, jetzt schwillt die Musik, aber das ist nicht nur sentimental, das ist nicht nur eine seelische Regung, die ich habe, weil die Musik plötzlich mich so begeistert. Nein, es facht Glauben an in mir. Und ich trete jetzt im Glauben hinein in dieses Portal. Ich trete in die Zusammenarbeit mit den Engeln hinein. Darum ist es so wichtig. Wenn der Himmel sich öffnet, reagiere ich. Wir singen dieses Lied. Lass den Himmel auf sein Jetzt. Lass den Himmel auf sein Jetzt. Lass den Himmel auf sein Jetzt. Heiliger Geist, komm. Wenn wir dieses Lied singen, dann ist es so wichtig, dass du auf die unsichtbare Welt reagierst. Vor ein paar Wochen mal habe ich so gefleht, bewegt euch, steht auf, weil ich so gemerkt habe, wie die Engel im Raum waren. Und du bist vielleicht müde und verstehst du, du denkst vielleicht, der Michael peitscht uns ein, der Michael animiert uns, der Michael sagt, komm, heb die Hände. Weißt du, wenn du die Hände hebst, reagierst du auf den unsichtbaren Raum. Ich möchte euch einen kleinen Tipp geben. Hebe die Hände als Regel, nicht als Ausnahme. Darf ich es nochmal sagen? Hebe als Christ die Hände als Regel, nicht als Ausnahme. Und mach das nicht nur in der Anbetungszeit. Mach das zu Hause, wenn du in deinem Zimmer auf und ab bist. Du sollst sagen, Michael, ich gehe nicht zu Hause im Zimmer auf und ab. Ich hock immer auf der Couch. Fang an in Spanien, Bruder José. Fang an in deiner Finca. Fang an, umherzulaufen, die Hände zu heben. Und weißt du, was passiert? Durch das Heben der Hände
reagierst du auf Gott. Darum besonders wichtig ist es, wenn der Heilige Geist stärker kommt, wenn die Salbung stärker wird, wenn die Herrlichkeit herabkommt, dann ist es absolut essentiell, dass du die Hände hebst und auf diesen Raum reagierst. Verstehst du, was ich meine? Es ist essentiell. Es ist nicht wurscht, ob du hockst. Es ist nicht wurscht, ob du die Hände verschränkst. Reagier bitte. Es ist nicht wurscht, ob du die Hände hebst oder eben nicht. Es ist nicht, es gibt Winter- und Sommerchrist, nicht mal den Winterchrist. Es gibt fröhliche, ich bin halt mehr der Nüchterne. Nein, reagiere auf die unsichtbaren Raum. Heb die Hände, beweg dich, spring mal mit, dreh dich mal um die eigene Achse, lieber Sanger, komm mir mal blöd vor. Du hast mal den Spruch gehört, es gibt diesen Spruch, geh mit Gott, aber geh. Ich sah, tu irgendwas, aber tu was. Manche sagen, wie reagiere ich denn auf den unsichtbaren Bereich? Ich sage dir, irgendeine Reaktion ist besser als gar keine. Steh zumindest auf, heb die Hände, beweg dich, stell dir vor, wie dein Herz aufgeht, klatsche, beweg dich, knie, dreh dich oder mal dieses Schunkeln. Weißt du, könnt euch erinnern, wie oft ich im Lobpreis einhakel und mit euch um den Kreis drehe? Manche von euch ist es peinlich, manche von euch ist es unangenehm, manche von euch, muss das sein schon wieder. Micha mit seiner Spinnerei, mit seinem Spleen halt. Ihr Lieben, warum mache ich das? Weil ich auf den Raum Gottes reagiere. Weil ich dich aus dem Verstand rausbringen will, aus deinen trüben Gedanken rausholen will. Weil ich in dieser Atmosphäre dich frei bewegen, frei drehen will. Links drehend, rechts drehend. Ich will dich frei bekommen. Versteh doch, das ist doch alles nicht nur Jux und Dollerei, sondern wir versuchen als Lobpreisteam mit aller Macht euch zu dienen. Versuchen Gott zu dienen und euch zu dienen, dass ihr frei werdet, dass ihr aus vollem Herzen ihn lieben könnt in diesen Momenten, reagieren könnt auf den unsichtbaren Bereich. Und ich möchte nochmal zum Schluss dieser kurzen, wichtigen, hilft es irgendjemanden zu verstehen, was hier passiert. Ich möchte nochmal sagen, wenn ihr die Erweckung vor über 10 Jahren in Lakeland beobachtet habt, wo dieses come quickly, kommt schnell, wer hat das? Steh auf jetzt. Warum sagt es auch auf der Bühne hin? Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Warum sagt er das? Weil er einen Stress machen will? Nein, weil jeder Diener Gottes, der im Geist sich bewegt, weiß, Salbungen sind zeitsensitiv. Das Portal geht auf und das Portal geht zu. Und wenn du zu lang wartest und nicht reagierst auf die Atmosphäre Gottes, dein Herz nicht aufmachst, bleibst im Regen stehen, bleibst außen vor. Das ist wie wenn die S-Bahn kommt, die Tür geht auf, die Tür geht zu. Du steigst ein und steigst aus. Weißt du, bei Joshua Mills, dieser Herrlichkeitsbruder, ich habe Leute erlebt, die haben so einen Klunker Edelstein, unermesslich wertvoll. Der ist aus der Luft rausgefallen von der unsichtbaren Welt. Klong, auf einmal lag er am Boden. Weißt du was, diese Leute sind nicht da gestanden und haben abwarten und Tee trinken gemacht. Die Leute haben reingepresst, die haben reingesät in den Himmel, die sind mit ganzer Kraft und Macht, wollten sie Gott begegnen, von Gott was empfangen. Und dann, als sie spürten, jetzt bewegt sich der Geist in dieser Atmosphäre, haben sie im Glauben einen Sprung gemacht hinein in die Welt Gottes. Und diese Frau macht diesen Sprung. Und klong fällt der Edelstein aus der unsichtbaren Welt raus. Manifestiert sich ein Wunder. Und dieser Edelstein ist unermesslich wertvoll, aber der Steinspezialist sagte, er kommt nicht auf diesen Planeten vor, er ist nicht erklärbar. Er hat eine solche Vollkommenheit, dass es auf Erden so einen Stein nicht gibt. Wo haben sie den her? Ja, von Gott, von den Engeln. Weißt du, all dieser übernatürliche Bereich von massiven Wundern, von Heilungen, stellt Gold, was immer, Zeichen und Wunder, das sind Zeichen. Und Heilungen und so weiter sind Wunder. Der Herr will, dass wir wieder auf Zack sind. Und wir waren schon mal auf Zack, ihr Lieben. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, wie wir oft in Eigen waren. Wir haben oft mal den Siegesschrei, aus voller Kehle haben wir einfach geschrien. Und das ist auch so ein Reagieren auf den Himmel. Glücklich das Volk, das den Jubel ruft. Man könnte es jetzt mit Siegesschrei kennt. Ich möchte es nicht gebrauchen, einfach so als Animations- und Motivationsmittel. Nein. Aber wenn der Herr mächtig da ist
Und vielleicht ist dir nicht nach Schreien zumute. Und vielleicht bist du überhaupt keiner, der gern schreit. Aber in dem Moment, Andreas Hübner sagt ja oft, es liegt ein Segen, eine Instruktion zu befolgen. Er sagt ja auch, es liegt ein Fluch drauf auf Passivität. Manchmal ist es einfach, du verstehst nicht, was abgeht, aber alle schreien, stets im Leib mit sie. Mach einfach, was der Leib gerade macht. Der Leib macht gerade etwas Verrücktes, mach einfach mit. Ich sag dir, es macht deinem Verstand, deiner Vernunft keinen Sinn. Aber in dem Moment schwappt der Segen zu dir hinüber. Und wenn du dich in Nonkonformität übst, nee, ich nehme ein Recht auf Nonkonformität wahr, ich bin ein freier Mensch, ich darf da sitzen und nichts tun, darfst du. Aber wundere dich nicht, wenn der Zug abfährt, wundere dich nicht, warum, erinnert ihr euch an die Konferenz, wo Joshua Mills bei uns war, wie wir diesen Glory Train, diese Polonaise gemacht haben. Wisst ihr es noch, wenn wir da im Flughafenhotel waren? Ich rede von Juni 2013, 6 Jahre ist her. Schön war die Zeit. Sie kann wieder kommen. Warum? Er hat von der Ruth Häffling gelernt, dass Bewegung reagiert auf die Dinge Gottes. Und wir müssen wieder werden wie die Kinder. Wir haben das schon mal alles drauf gehabt. Wir haben es drauf gehabt in den frühen Jahren im Flughafenhotel 2010, 2011, 2009. Wir waren ziemlich verrückt schon und kindlich drauf. Der Herr sagt, das kannst du immer noch, das kannst du wieder werden. Lasst uns nicht, und weißt du, manchmal denkst du, ja, aber ich möchte auch nichts produzieren, ich möchte auch nicht irgendwie, ich bin wieder an dem Punkt, wir leben in so einem trockenen und trögen Volk der Dichter und Denker hier im deutschsprachigen Europa, dass einmal zu viel überschäumen im Zweifelsfall besser ist, wie einmal zu viel nüchtern. Ich weiß, wie es euch geht, ich habe die ganze Woche eine nüchterne Woche. Ich habe die ganze Woche eine trockene Woche, habe ich die. Wenn ich nicht dagegen angehe, bleibt es trocken. Es bleibt staubtrocken. Spür Sand im Mund. Mein Alltag ist trocken, dein auch. Lass uns doch hier lieber einmal über die Stränge schlagen in der Freude und werden wieder Kinder. Ich hoffe, ihr versteht etwas. Ja, weißt du, ich muss sagen, ja, das Schöne ist, es passt so zusammen. Wir haben am Freitag gesagt, es passt so zusammen, was uns Witness Lee vermittelt hat und was uns Maldonado vermittelt. Es kommt wirklich alles zusammen, was diese großen Apostel uns vermittelt haben. Sie haben so einen Blick gehabt, worauf es ankommt. Witness Lee, ich habe neulich was gelesen, hat gesagt, weißt du, wann das Versammlungsleben begann, des Volkes Gottes? Wann denkst du, hat es begonnen? Du sagst vor 2000 Jahren am Pfingsten, oder? Wenn die Gemeinde hervorkam. Oder vielleicht Jesus mit den Jüngern, die haben auch schon Versammlungen gehabt. Weil die Seminare haben es auch schon Versammlungen gehabt, aber wo begann es, das Versammlungsleben? Noch vorher. Es begann nach der Rettung am Roten Meer. Es begann, als sie den ersten Lobpreis-Gottesdienst mit Miriam und den Tamburin hielten. Da begann das Versammlungsleben. Und das Versammlungsleben ist ein Fest. Und wir haben in der Morgenerweckung die Feste. Und du denkst dir, was hat denn Gott mit den Festen so? Ja. Du kannst gerne noch bleiben. Du magst, kannst noch bleiben, aber du kannst auch fahren. Amen. Schön, dass du da warst. Das Versammlungsleben begann nach der Errettung. Und wann begann unser Versammlungsleben? Wir waren alles Individualisten. Wir waren alle uns selbst der Nächste, oder? Wir waren alles Individualisten. Wir haben uns selber als Einzelkämpfer durchs Leben gewuselt. Aber als wir errettet wurden, haben wir gemerkt, wir wollen uns versammeln mit dem Volk Gottes, mit den Heiligen, oder? Und das ist die Wahrheit. Was haben sie denn gefeiert? Was haben sie denn gefeiert? Gott hat gerade die Feste verortet, haben wir gesehen. Nicht, wenn du lustig bist, kannst feiern. Der Herr wollte die Feste, die waren ihm hochheilig. Warum? Der Herr liebt es, wenn sein Volk sich versammelt. Heute ist es schön, im Internet Gemeinde zu haben und jeder sitzt daheim. Wenn der Herr will, dass ein Volk zusammenkommt, am ersten Tag der Woche zusammenkommt, den Herrn feiert. Der Herr liebt Gottesdienste. Der Herr liebt die Festfreude. Der Herr liebt es. Die Jungen würden froh, als sie den Auferstandenen sahen. Der Herr liebt es. Wir sind ein Volk, das feiert. Wir sind ein Volk, das jubelt. Wir sind ein Volk, das feiert. Was habt ihr, Christen, zu feiern? Ihr habt doch einen schweren Alltag. Wir sind erlöst. Satan wurde der Kopf zerquetscht. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Wir feiern seinen Sieg über Tod, über Teufel, über Krankheit, über finanzielle Schulden. Wir feiern in jedem Gottesdienst mit Festjubel seinen Sieg. Und die Sache Freude hat einen Ausdruck. Man sieht es in einem Gesicht. Freude hat einen Ausdruck. Und ich weiß, vielleicht bist du im ganz Naturell der Ruhigere, der Stillere, der Nüchternere.
Entschuldigung, Monika, manchmal sind wir hier ein bisschen laut. Aber ich werbe drum. Ich werbe drum. Und weißt du, so ganze Woche, wenn wir allein sind, kann man eben der Leise sein. Aber ich werbe drum. Finde Geschmack an der Festfreude. Finde Geschmack. Weißt du, allein, wer von euch hat schon mal allein Geburtstag gefeiert? Allein, ganz alleine. Und du hast dafür sogar was gekocht oder alleine deinen Kuchen gegessen. Allein ist Essen nicht schön. Johanna, wer kennt es mehr wie du? So schön, dass du da bist. Allein isst man nicht gern. Allein feiert man nicht gern Geburtstag. Der Teufel will uns alle vereinzeln und isolieren und allein haben. Aber der Herr will uns zusammenbringen. Der Herr sagt, gemeinsam seid ihr stark. Gemeinsam seht ihr mehr. Ihr seid eine Mannschaft. Ihr seid meine Festversammlung. Ihr seid mein heiliges Volk, mein auserwähltes Geschlecht. Ich will, wenn ihr jeden Sonntag zusammenkommt, dass ihr mich feiert. Und in dieser Freude am Herrn, ist unsere Kraft, in dieser Freude am Herrn fühlt sich der Heilige Geist wohl. Und weißt du, im Himmel oben werden wir eine Ewigkeit lang feiern, nicht still sein. Still, 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 weil das Kindlein schlafen will, gehört der Vergangenheit an. Ihr Lieben, es war eine halbe Stunde still im Himmel, das war so außergewöhnlich, dass erwähnt werden musste. Aber im Himmel geht der Punk, da geht der Geist ab. Im Himmel geht die Post ab. Im Himmel sind Donner, da ist die Lichtshow, da ist die Disco, kann ein. Da ist Herrlichkeit, da tanzen die Engel, die freuen sich. Die Engel wollen jetzt schon tanzen, während wir hier auf Erden tanzen. Und weißt du, das ist das Wunderbare. Während wir hier auf Erden einen Gottesdienst feiern, sind wir synchronisiert im Himmel. Und die Engel feiern mit uns. Der Herr singt dem Vater Loblieder. Haben wir das nicht auch schon gesehen? Hebräer 2. Der Herr, ich will dem Vater Loblieder singen. Haben wir nicht schon Versammlung gehabt wie an Silvester, wo wir auf einmal Stimmen gehört haben in unserer Mitte, die waren nicht wir. Auf einmal haben wir gehört, es müssen Engel sein. Vielleicht war es sogar der Herr selber, der gesungen hat. Ich sage, das können wir öfter erleben. Das wollen wir öfter erleben. Der Herr will. Orientieren wir uns nicht an früher, an anderen katholische Kirche oder irgendwas. Orientieren wir uns nicht an irgendwas, was war. Es ist eine neue Zeit, ein neuer Tag. Und weißt du, die in Miami haben das verstanden. Und darum haben sie eine Atmosphäre, eine Kultur etabliert und kultiviert. Ein Milieu geschaffen, in dem Wunder heimisch sind, in dem sich der Heilige Geist frei bewegt, in dem man sich wohlfühlt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt 10-mal hingefahren und ich habe gedacht, okay, die sind professionell und die haben viele begabte Leute. Aber das alles ist es nicht. Es ist die Sehnsucht des Herzens. Ich sehe in den Himmel, ich ernte vom Himmel. Ich reagiere auf den Himmel und ich empfange vom Himmel Wunder, Zeichen, Ermutigung, Kraft, was immer. Ich hoffe, diese zweite Input, den ich euch gegeben habe, war es wert, dass ich ihn euch noch etabliere und sage, wenn ihr das mitnehmt für eure Gebetszeit zu Hause, wer es mitnimmt, vor allem für eure Gebetszeit hier in der gemeinsamen Versammlung, alles ist möglich. Alles ist möglich. Dein Wunder ist möglich, deine Heilung ist möglich, dein Durchbruch ist möglich. Und es liegt nicht an der Souveränität Gottes, die halt heute beschließt, nicht zu wirken. Er wartet mehr und länger auf uns, dass wir außer Rand und Band geraten für ihn. Er wartet länger auf uns, als wir warten, dass er handelt. Lass es heute geschehen. Ich freue mich drauf. Amen. Amen.
Amen. Können wir schon den Text haben, bitte? Mischa. Wunderbar.